Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Thomas, ich bin heute unterwegs und zwar habe ich heute vor, mal den Staffelberg hoch zu wandern. Und da nehme ich euch jetzt mal mit, weil ich der Meinung bin, dass es nicht immer nur Lost Place Content sein muss, sondern dass wir auch dieses Mal so ein kleines Video drehen können. Staffelbergerklimmung, knapp 540 Meter, nehme ich euch mit. Bis dann. Freunde, da geht's hoch. Würde ich sagen, go, go, go. Da schon hoch. So, da geht's hoch. Geht schon ordentlich hoch. Ich bin gespannt, ob ich oben ankomme. Ich halte euch auf dem Laufenden. Da hinten. Seht ihr schon die Kirche, oder was auch immer das ist, was auf dem Staffelberg steht. Den mittleren Steilanstieg habe ich mittlerweile gemacht. Ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wie ihr hört, atmen ist schon schwer, weil schon ewig nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, irgendein Berg hochgekraxelt bin. Aber wir ziehen es durch. E-Bike-Fahrer, da hinten laufen sie jetzt hoch. Seht ihr das? Da hinten geht's hoch. Ich habe noch keine Ahnung, aber wie gesagt, ich bin schon Ewigkeiten nicht mehr hier gewesen. Das ist jetzt bestimmt schon 20 Jahre her, als ich das letzte Mal hier den Berg rauf bin. Aber ich ziehe das jetzt durch und laufe den Berg hoch. Auf jeden Fall. Und so eine Geschichte, Leute, ist ein Mindset sehr, sehr wichtig. Man muss sich in den Kopf setzen, das schaffe ich. Weil wie gesagt, ich möchte eigentlich eine Wattmann-Überquerung machen und die Zugspitze hoch. Da muss ich auf jeden Fall fit sein. Und das hier ist so ein kleiner. Da ist zum Trainieren. Fahrräder dürfen ja eigentlich gar nicht durchfahren, aber die fahren trotzdem durch. Ist auch mal eine Möglichkeit, da mal mit dem E-Bike hier raus zu brettern. Von uns sind so 19 Kilometer zu einer Staffelberg hoch. Hat die nächste Challenge. Mal schauen, wer dabei ist. Dommel hat ein E-Bike, Jens hat ein E-Bike, ich habe ein E-Bike. Dann können wir da eigentlich mal hochbrettern. Ist da oben auch so warm? Ja. Dann können wir da mal hochbrettern. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das hier ist der malerische Weg hoch zum Staffelberg. Hier hinten seht ihr ja die ganze Natur. Schon geil. Ja. Ist für mich, der jetzt seit 20 Jahren kein Berg mehr gestiegen ist, oder was heißt Bergsteigen, also gewandert, weil Bergsteigen ist es ja nicht. Schon eine kleine Herausforderung, aber Challenge angenommen. Ja, dann würde ich sagen, bis später, was noch passieren könnte, Freunde, aber da drüben ist Klosterband. Also, krass. Und hier geht's weiter hoch. Auf den Staffelberg. Also ich schwitze schon mit Schwein. Aber es tut gut, den alten Kadaver mal wieder so ein bisschen zu bewegen.
Jetzt geht's noch auf den restlichen Anstieg. Das ist der hier. Und dann haben wir es eigentlich schon fast geschafft. Die Bank kennen wir hier. Vor 20 Jahren, als ich den ersten Mal heraufgelaufen bin, war ich auch hier. So, Freunde, die Treppen geht es jetzt hoch. Aktuell haben wir so laut Auto, wo ich ausgestiegen bin und hochgelaufen bin, 34, 35 Grad. Ich muss aber sagen, dass der Weg eigentlich geht. Also, es ist jetzt nicht so anstrengend, ja, wie sich das jetzt so anhört. Da oben ist noch eine Infotafel. Also hier Riffelkalkstein. Aha. Okay. Ja, und jetzt geht es dann hier weiter. Da oben sind auch noch ein paar Infotafeln. Die schauen wir uns natürlich auch mal an. Hier. Ja, Staffelberg bezeichnet man Frankenalb. Und jetzt, Freunde, geht's da hoch. Und dann dürften wir eigentlich oben sein, wenn ich nicht alles täuscht. Aber ich denke schon. Jawohl, angekommen, Freunde. War jetzt gar nicht so schlimm. So. Ja, das ist der Weg auf den Staffelberg. Auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen schwer und hart atme, waren es aber eigentlich nur 540 Höhenmeter. Also, jetzt nicht so dramatisch eigentlich. Aber, wenn man natürlich, wie ich, ewig nichts mehr gemacht hat in der Richtung, dann tut man sich schwer. Aber, angekommen, geil. Genießt es. Ich glaube, ich werde dann jetzt dann so ein bisschen Musik aufs Video legen, weil dieses harte Atmen ist schon ein bisschen dramatisch. Aber wir sind oben. Und ihr sehen könnt, viele Touristen auch. Also ist sehr touristisch. Relativ leichter Anstieg. Ja. Aber oben angekommen. Freunde. Geil. Die Landschaft dann. Das ist ein Gras. Da hinten ist jetzt ein Heiligen, glaube ich. Und hier ist Schloss Banz. Krass, oder, Freunde? Mega. Geile Landschaft. Lecker. Genießt es so ein bisschen.
mit der Drohne so, ich weiß nicht mehr, außer dass ich keinen großartig störe. Ja. Das ist ja in Deutschland immer so, dass die meisten haben gleich angegriffen. Ist ja guckt euch diese Aussicht an. Wahnsinn. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Da drüben ist die Flagge, die so viele gesehen haben. Krass. Richtig, richtig gut. Und vor allem, wie weit man schauen kann, heute ist das Wetter richtig geil. Gipfelkreuz. Auf jeden Fall geile Landschaft. Mega gut. Grand Canyon, Freunde. So geil. Wie geht's ab jetzt? Das sieht jetzt noch mehr wie ich. Cool. Und das heißt, ich bin auf jeden Fall angekommen. Geil. Hier ist die Frankenflagge. Gehen wir noch mal ein Stück weiter. Guckt euch die Aussicht an. Das ist nicht mega. Die Aussicht. Da vorne geht es jetzt dann hier und schaut, geht es jetzt dann runter. Auf jeden Fall ein wunderschönes, mega geiler Spot, der direkt halt vor unser Haus zu liegt. 540 Meter hoch und ist gut zu Fuß erreichbar. Krasse Aussicht, ne? Ich muss mal bieseln. So, Freunde, da oben hat mir jetzt eine Dame gesagt, dass man hier unten runtergehen kann und dann kann man in der Höhle rein. Das machen wir doch. Das sagen wir nah dazu. Dann machen wir den Bergstein. Ganz einfach, Freunde. Aber da ist man unten. Da geht's jetzt rein. Krass, Freunde.
mal, ob man das dann gesehen. So, jetzt kühlen wir uns da wieder hoch. Cool. Krass, dass es hier so eine Höhle gibt. Habe ich nicht gewusst. Jetzt weiß es. So oft schon hier gewesen. Also was heißt oft? 20 Jahre ist es her. Und da findet man so eine Höhle. Krass, krass, krass. Jetzt laufen wir hier mal um den Staffelberg rum. Auf jeden Fall krasser Scheiß. Wenn man bedenkt, dass es hier bei uns in der Nähe ist und ich bestimmt gut und gern gefühlt die Ewigkeit immer hier war. Schon krass. Und wisst ihr, was auch ein Fakt ist vom Staffelberg? Und zwar hat hier mal eine Keltensiedlung stattgefunden, soweit ich mich jetzt erinnern kann, oder was ich jetzt so gelesen habe, war hier die größte Keltensiedlung hier oben auf dem Berg, die im Endeffekt hier gelebt hatte. Ich dachte eigentlich, dass es hier noch irgendwelche Hinweise gibt und soweit ich es auch in der regionalen Zeitung gelesen habe, gibt es das auch hier irgendwo. Quasi die Sachen, wo sie freigelegt haben. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ist es jetzt direkt hier auf dem Staffelberg direkt, wo wir jetzt hier sind, oder ist es vielleicht noch ein Stück weiter hinten oder so. Also das kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber guckt euch die Aussicht an. Guckt euch die Aussicht an. Ist das nicht krass? Freunde, da hinten könnt ihr auf jeden Fall was essen und trinken, falls ihr das wollt. Ich kenne jetzt die Preise nicht, weil ich hier oben schon ewig nicht mehr war. Deswegen kann ich euch das nicht sagen, aber ich werde mir nachher mal einen Radler oder was holen. Und dann kann ich euch dazu auch was sagen. Und das hier ist die Christophorskirche, die halt direkt auf dem Staffelberg steht.
So, Freunde, das hier ist die Gastro. Und wie ihr sehen könnt, Pott Milch, Kaffee, Cappuccino oder Trinkschokolade, 3 Euro, das ist vollkommen legitim und in Ordnung. Und hier haben wir jetzt als Speise und Getränke ein paar Wiener mit Brot und Senf, 4 Euro, vollkommen okay. Bratwurst, 5,50. Vollkommen okay. Ja, und dann zum Beispiel Salzfleisch, Dosenfleisch, 6 Euro. Salamiblatte, 6 Euro. Kochschinkenblatte, 7. Vollkommen okay. Und dann gibt es Fassbier, St. Georgenbräu, 0,5er, 3,50. In Ordnung. Ein Schnitt, 2 Euro. Radler, 3,50. Vollkommen okay. Fanta Cola, alles 0,33er bei 3 Euro. Oder Zitronenlimonade, Apfelsaft bei 3 Euro. Vollkommen okay. Ich habe Mineralwasser getrunken für 2,50. Also vollkommen legitim und in Ordnung. Also kann man echt nichts sagen. So, Aufstieg beendet. Und jetzt geht's wieder nach unten. Also, hier ist nochmal der Wegweiser, wo ich vorhin raufgelaufen bin, waren ein Haufen Leute da gestanden, deswegen mache ich das jetzt nochmal. Bartstaffelstein zum Beispiel, sehr schön. Ich habe jetzt gerade jemanden oben getroffen, der hat mir dazu gesagt, dass du bei Lohfeld zum Beispiel steil im Berg hochlaufen kannst. Scheint auch sehr gut zu sein. Dann hat man hier natürlich Sehenswürdigkeiten wie Kloster Banz, 14 Heiligen, ist auch hier in der Nähe, Weißmain ist nicht weit weg. Ja, also man hat hier so ein paar Sachen, Schloss Seehof zum Beispiel, auch ganz geil, kennt ihr ja mittlerweile auch, denke ich mal. Ja, und dann hat man hier jetzt zum Beispiel das, was ich gesagt habe. Da muss ich mal gucken, wenn ich demnächst mal wieder Zeit habe, dass ich mal herkomme und jetzt mal angucke. Und zwar den Keltenweg. Ja, das eine ist der Rundweg zum Alten Platz, 15 Kilometer, Kloster Banz 19, Bad Staffelstein 15. Ja, das ist nämlich dieses Kelten-Thema, was ich euch da vorhin gesagt habe. Ja, und dann hat man hier halt nochmal das Jura-Profil vom Staffelbeich. Und da sieht man ja hier die Perioden. Ja, was ich natürlich wieder traurig finde, ist, dass wieder irgendwelche Spastis hier wieder irgendwas haben, beschmieren müssen. Was ich auf jeden Fall nochmal machen will, ist, ich habe voll Bock drauf, da mal mit dem E-Bike herzufahren. Wie gesagt, Dommel, Jens, macht euch bereit. Radler geht auf mich. Dann brettern wir mal hier rauf mit dem E-Bike. Auch geil. Seht ihr das hier? Da könnt ihr euch dann hinlegen und könnt diese Aussicht genießen. Mega. Jetzt kommen auch immer Radfahrer rauf. Also ich bin dies zu Fuß. Aber beim nächsten Mal mit E-Bike. Definitiv. So. Und jetzt geht es den Weg wieder nach unten. Marderische Aussicht. Das Schloss. Also runter ist es angenehmer wie hoch. Ja. Ja, ich sag, wenn man schon Ewigkeiten selbst sowas nicht mehr gemacht hat, also sprich, man ist mal so einen Berg rauf gelaufen, dann hat man das Problem, dass es einen dann schon konditionell sehr Mitleidenschaft zieht. Aber ich habe gemerkt, es funktioniert. Ein, zwei solche Berge mal gelaufen und dann funktioniert es. Dann ist das gut. Auf jeden Fall geht es jetzt die malerische Natur wieder runter.
die steile Passage, die wir hochgelaufen sind. Laufen jetzt natürlich auch wieder runter. Aber es ist wunderbar, es ist halt schöner. So Freunde, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach unten da, liken, teilen, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Hilft mir natürlich bei YouTube nach vorne zu kommen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank für euren Support, euer Thomas.